Hallo! Hi. Herzlich willkommen bei unseren Neuheiten des Monats. Ich bin die Marlin. Ich bin Marie und wir zeigen euch heute die Dezember-Neuheiten. Wir fangen mit dem ersten Produkt an und zwar sind das die Extra-Kaugummis von Wrigley's. Wir haben hier einmal Extra Professional Fresh Erdbeere und Extra Professional Fresh Spearmint. Spearmint? Ja. Pfefferminz ist es dann. Ja, genau. So, dann probieren wir die jetzt mal. Wie gesagt, ich habe Erdbeere. Und ich habe Spearmint. Mhm. Schmeckt wie so ein Hat Dessert. Hat auch schon gerochen. Mhm. Also schmeckt für mich wie so eine Süßigkeit. Aber ist kein Zucker drin. Ja, zuckerfrei ist immer ganz wichtig bei Kaugummis. Und die sind mit Mikrogranulaten für spürbar saubere Zähne. Genau, also perfekt für zwischendurch, nach dem Frühstück oder Mittagessen. Und zu den Mikrogranulaten wollte ich noch sagen, dass es richtig cool ist, weil es dazu beiträgt, dass die Zahnverfärbungen entfernt werden. Und wenn wir schon beim Thema Zahnverfärbungen sind, dann gibt es auch noch die Extra Professional White Kaugummis von Wrigley's. Die sind extra dafür da, oder speziell dafür da, um Zahnverfärbungen zu entfernen. Ich würde sagen, wir können die auch gleich probieren. Ja. Oh, okay. Ich hatte ja nur Erdbeere, deswegen kann ich nicht sagen, wie frisch die Pfefferminz war, aber die sind super frisch. Ja, die sind auch ein bisschen schärfer als die jetzt, aber nicht unangenehm scharf, ja. Ich mag so frisch. Also sind die extra wild und auch extra frisch. Ja, weiter geht's mit den Neuheiten von DM Bio und ich starte hier mal mit dem Tee. Hier haben wir einen Kräutertee, Ingwer, Zitrone und Manuka-Honig. Ich finde, der klingt richtig gut. Ja. Die Kombination Ingwer-Zitrone geht immer. Ich trinke den auch super gern. Also getrennt, ich mache dann mir einen Ingwer-Tee und mache so einen Spritzer Zitrone rein und rühre dann Honig rein. Aber wenn alles, wenn alles in einem Teebeutel ist, dann ist das doch super praktisch. Genau, und Manuka-Honig hat ja auch ganz viele gesunde Eigenschaften. Auch passend zur kalten Jahreszeit. Dann mache ich mal weiter und zwar ist das hier die vegane Snackwurst, auch von DM Bio, nach Kreinerart. Und die besteht aus Tofu und Weizeneiweiß. Mhm. Bin ich ganz gespannt drauf, wie die schmeckt. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ja. Weiter geht es mit Neuheiten aus der Kategorie Haushalt. Und da fange ich einfach mal an. Hier haben wir zwei Flüssigwaschmittel von Denkmit. Einmal für Weißwäsche und einmal für Buntwäsche. Da haben wir auch zwei Düfte, das sind nämlich Limited Edition Düfte. Willst du daran schnuppern? Ja. Dann nehme ich Lagoon Freshness. Und ich habe Blossom Secret. Okay. Wie gesagt, das sind zwei Limited Edition Düfte und die Waschmittel sind waschaktiv ab 20 Grad bis 60 Grad. Ein Fläschchen hier, oder eine Flasche, die ist ja recht groß, reicht für 20 Waschladungen und hilft auch dabei, dass die Wäsche nicht so schnell grau wird. Genau, und das Colorwaschmittel schützt die Farben. So, dann machen wir jetzt mal den Dufttest, der darf natürlich nicht fehlen, wenn es um Waschmittel geht. Ja, ich bin total der duftaffine Mensch. Ich bin auch schon gespannt. Kleiner Teaser, später haben wir nochmal richtige Düfte für euch, also Parfüm. Genau, aber zurück zu den Düften hier. Also meins riecht, ich habe es ein bisschen anders erwartet. Ich habe ja Lagoon Freshness. Mhm. Es riecht frisch, aber es riecht auch so edel. Ja, das passt ganz gut, weil meins riecht ziemlich blumig elegant, finde ich. Ja, elegant ist das richtige Wort. Frisch elegant und blumig elegant. Genau, aber wie gesagt, wir haben noch mehr Düfte später für die Duftmenschen unter euch. Also bleibt gespannt. Weiter geht's mit einem anderen Haushaltsprodukt von Denkmit. Und zwar haben wir hier das Backofen- und Grillreinigergel. Also falls eure Backöfen von den ganzen Weihnachtsplätzchen jetzt in den letzten Wochen verschmutzt ist, könnt ihr hiermit das ruckzuck wieder sauber machen. Ja. Oder eben auch für diejenigen, die gerne mal im Winter grillen. Was ja auch vorkommt, ne? Also wer von euch grillt gerne im Winter? Einmal vielleicht in die Kommentare schreiben. Ich würde es gerne. Ich habe keinen Grill, aber ich würde extrem gerne im Winter grillen. Ja. Ich liebe das Wort. Genau, und das einfach dünn auftragen, einwirken lassen und dann ganz easy mit einem feuchten Tuch wieder abnehmen. Easy peasy. Das war's zur Kategorie Haushalt und wir machen weiter mit der nächsten Kategorie. Wir sehen uns gleich wieder. So, wie ihr seht, ist das nächste Thema Sonnenbrillen.
Oder auch Skibrillen, wie man unschwer erkennen kann. Ja. Marie, was hast du für eine an? Ich habe hier so ein schickes Modell in weiß-blau. Ja. Und meine ist in so einem richtig schönen Burgunderrot. Und die hier ist zum Beispiel auch polarisierend. Mhm. Praktisch. Sieht auch cool aus mit der Spiegelung hier. Ja, ich fahre zwar kein Ski oder ich bin ganz lange kein Ski mehr gefahren, aber ich würde die auch so tragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Après-Ski. Ja. Genau, aber abgesehen von den Brillen gibt es eben auch noch so klassische Sonnenbrillen. Genau. Hm, okay. Ja, du siehst richtig cool aus. Und du siehst richtig elegant aus, zu deinen Augen. Ja. Ja. Genau, und zudem gibt es dann hier auch noch für Kinder eine richtige Skibrille. Die verdeckt mehr, die schützt ein bisschen das Gesicht mehr. Die kann man die rutscht nicht einfach gut so befestigen, weg. Auch am Helm. Und ist verstellbar. Kann man hier auch größentechnisch verstellen. Aber ja, richtig cool. Hat man eine schöne Auswahl. So, dann kommen wir jetzt zu unserem angeteaserten Produkt. Stifte! Genau, und zwar gibt es von Diana zur Löwen 3 neue Düfte. Und da haben wir einmal hier Addictive Vanilla. Ich habe Electric Rose. Und das dritte wäre noch Seductive Night. Genau, klingen alle sehr verführerisch. Mhm. Und das ist auch ein Eau de Parfum Intense. Also riechen die wohl richtig intensiv und lang. Also, ich sehe schon, du hast dir das Rote ausgesucht. Ich hab jetzt einfach mal angefangen. Oder wolltest du? Nee, ich nehme die Vanille. Okay, also im Electric Rose ist jetzt zum Beispiel Mandarine, süße Schokolade, Rose, Jasmin, Patchouli, Vanille, Praline und Moschus drin. So, ich habe meins jetzt ausgepackt und ich finde, das Fläschchen sieht richtig schön aus. Es fühlt sich auch sehr hochwertig an. Soll ich einfach mal sprühen? Oh, ich rieche jetzt schon, dass es richtig gut riecht. Riechst du es? Oh, das riecht so fruchtig. Mhm. Oh. Auf jeden Fall süß. Hm. Ja, süß elegant. Elegant ist das, ja, das ist das Thema von diesen Neuheiten. Aber der gefällt mir richtig gut. Ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe ein bisschen was anderes, was Schwereres erwartet, aber riecht sehr lecker. Marie, willst du deinen Duft mal vorstellen? Ja, genau. Ich habe mir ja hier Addictive Vanilla ausgesucht. Und auch das, finde ich, sieht super süß aus. Ja, die Farbe gefällt mir richtig gut. Und? Ich riech noch nicht viel. Jetzt bin ich so gespannt drauf, dadurch, dass das erste auch schon so gut gerochen hat. Mhm. Oh, würzig. Es riecht also überraschend würzig. Ich habe eher noch vanilliger und süßer vielleicht erwartet, aber... Vielleicht kommt das in der nächsten Note dann. Ja, mal gucken, was da drin ist. Bergamotte, Mandarine, Ingwer, Rosenbeere, Vanille, Guayakholz und Ember. Mhm. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Also das riecht süßer als das auf jeden Fall. Ja. Was man jetzt von Vanille wahrscheinlich nicht erwarten wird. Es riecht so ein bisschen holzig. Aber tatsächlich. Aber, ja. Ich finde, der riecht richtig interessant. Ja. Also positiv interessant. Ja. Ich mag so Düfte. Das wollte ich damit sagen. Sollen wir den dritten auch noch testen? Ich hätte noch einen Abend frei. Ja. Sollen wir? Sollen wir es wagen? Okay. Oh. Oh, ein schwarzer Farbe. Ja, warte, ich mach das hier mal wieder zu. Sieht auch sehr hübsch aus. Mhm. So mysteriös. Mhm. Und was ist da drin? Magst du mal vorlesen? Hier haben wir Bergamotte, Orangenblüte, Kokosnuss, Jasmin, Tuberose, Vanille und Moschus. Okay, dann probieren wir mal. Ich weiß nicht, warum sauber. Ich immer... Oh. 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 Oh, der riecht jetzt richtig vanillig, finde ich. Ja, das ist mein Favorit. Mhm. Für abends. Ja. Hm. Also, eins kann man sagen, die Düfte riechen sehr gut und sind auch wirklich intensiv. Also, dieser eine Spritzer war schon sehr... Ich würd sagen, ein Spritzer reicht, aber das ist nur meine eigene Meinung. So, das waren unsere Dezember-Neuheiten für euch. Und vielleicht habt ihr das ein oder andere Produkt ja selbst schon ausgetestet, also lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und ich würde sagen, wir freuen uns schon auf die nächsten Neuheiten mit euch und wünschen euch noch ganz viel Spaß. Tschüss!